Hinfort, ihr Geister. Hinfort, ihr Geister. Ich quietsche euch weg, okay? Ihr Biester der Nacht. Was werden wir diesmal erleben? Oh nein, wir sind schon wieder da. Und es geht nicht gut. He hates you. You have to get up. You can get out this time, but you have to hurry. Gut, das könnte ich. Ich gehe erstmal nach links. Was passiert dann? No! Don't you remember what you saw? The exit is the other way. Hurry and leave! Ja, diesmal dürfen wir raus, aber ich erinnere mich an eine Sache. Wenn wir zurückgehen, das war doch nicht hier? Dann war das in einer anderen Nacht. Ich weiß, dass hier noch was passiert. So, wir können nach draußen. Und hier, was haben wir hier? Where's your plush toy? Meine Spring Bunny. My daddy says I have to be careful with him, or I will pinch my finger. Plush Trap. Das ist Plush Trap. Und da hinten ist der... He is a finger trap, he says. Also so wie diese chinesischen Fingerfahnen. Und hier haben wir, da rechts haben wir den kleinen Golden Freddy, da er sich an Orten befindet, wo er normal nicht sein sollte. Unterstützt, dass er eine, ja, spirituelle Gestalt ist, besonders hier in Form einer schönen Sonnenblume. You'd better watch out. I hear they come to life at night. And if you die, they hide your body and never tell anyone. Why do you look so worried? See you at the party. Ha! Du machst mir hier ja hier Sicherheit. Und Honey, you're the kid who always hides under the table and cries. No one else is scared. Why are you? Stop being such a baby. Oh. Wovor hast du denn bitte Angst? Mäuse? Ratten? Spinnen? Gagelaken? Och komm, du kannst doch zertreten, oder? Und du hilfst mir nicht, Golden Freddy. Du kleiner, süßer Bär. Nee, nicht Golden Freddy, Golden Fredbear. Was da? Hier oben ist noch was wichtig, das weiß ich. Da oben hast du dich versteckt und... Why are you crying? Don't you like my toy collection? Schaut's euch genau an. Kommen sie euch mir bekannt vor? Wenn ihr die bisherigen Teile gespielt habt, sollte es. Ja. Darauf werde ich dann noch eingehen. Ich werde darauf eingehen. So. Wieso waren wir überhaupt alleine, hä? Are you going to the party? Everyone is going to the party. Oh wait, you have to go. It's your birthday, huh? Warum müssen wir überhaupt dorthin gehen? Mutter weiß doch, dass es mir dort nicht gefällt. Wieso hast du eigentlich keine Augen, mein Lieber? Wieso habe ich eigentlich keine Augen? Wieso? Na gut, wir haben Augen. Wieso haben wir keine Pupillen? Ich weiß, was passieren wird. Mir gefällt's nicht. Tu es jetzt oder nie. Also, erst später. Be careful. Bitte sagst du mir das? Und wieso hier wieder diese Schreie der Angst in unserem eigenen Haus? Ich weiß, was passieren wird. Also, du bist wirklich hier schneller als ein Jumper, oder? Ich weiß, was passieren wird. Achtung! Wow. Das habe ich kommen gesehen. Das wusste ich. Hatte ich unter Bett versteckt. Böse Bruder. Tomorrow is another day. Gut, bevor ich jetzt weiter drücke. Erstens, ich habe, glaube ich, einen Fehler gesagt. Ihm fehlt der Kopf. Seiner Foxy-Figur, aber das ist nicht der Kopf, das ist die Maske. Und ja, jetzt die Theorie, wo ich nämlich sagen würde, sie ist stimmig. Ich sag mal so viel, also Träume, Albträume haben in diesem Spiel eine besondere Rolle, ja? Und ich glaube, diese, und nach der Theorie, haben auch Träume in den anderen Spielen eine wichtige Rolle. Und zwar... sind es Träume von diesem Kind, ja? Und zwar durch Sachen, die er sieht. Wir haben ein Kind gesehen mit Spielzeugen. So wie in Five Nights at Freddy's 2. Es waren Toy Animatronics. Sogar der Beak der Chica-Figur hatte der Schnabel gefällt, wie im Spiel. Plush Trap. Wir hatten erst in der zweiten Nacht diese Sache mit Plush Trap. Warum, weil wir ihn vielleicht erst danach gesehen haben? Wieso ist Foxy im ersten Teil out of order, außer Betrieb? Fehlt ihm vielleicht der Kopf? Nach der Theorie sind also die Sachen, die man in den ersten Teilen erlebt, Träume eines Kindes von Sachen, die er sieht.
Aber was damit auf sich hat, ja, das erzähle ich erstmal in der nächsten Ausgabe. Fun with Bloodstrap. Mache ich das noch? Oder könnte ich vielleicht davor einen kleinen Cut machen? Nein, darf ich nicht. Okay. Darf ich nicht. Mann. Ich hätte einen Cut machen sollen. Und ich muss einmal sterben, damit ich... Oder ich schneide es nachher. Ich muss geduldig sein. Ich muss hören, wenn er was macht. Oh je, ich verbrauche die ganze Zeit. Wisst ihr was? Ich strahle einfach an. Nehmen wir uns mal ein schönes Bild vom lieben Bloodstrap, ja? Das sitzt ihr hier, wie so eine Saw-Puppe und wartet darauf, dass ich gehe, hä? I see you, I saw you, okay? Alter, also sowas geht... Ich denke, das richtige Spring Bonnie-Spielzeug sieht nicht so aus. Ansonsten würde kein Elternteil das seinem Kind kaufen. Das ist doch hier Albtraummaterial. Ich meine, für uns ist es ja ein Albtraum. Nun denn, Nacht 4. Alles wird schwieriger. Holy, holy. Oder mache ich aber eine extra lange Ausgabe. Mal schauen. Auf gut Glück. Ich schon unterwegs. Alter, die sind heute aktiver, hä? In der Nacht. Der war schon da. Er war schon da? Wie schnell geht denn das bitte? In der Nacht. Solange man Sachen hört, die klimpern... Ist schick in der Küche, das ist gut. Hinfort, ihr Geister. Hinfort, ihr Geister. Ich quietsche euch weg, okay? Ihr Biester der Nacht. Mann. Bonnie, lass mich verdammt nochmal in Ruhe. Der Stalker Bunny. Oh Mann, ich glaube, Schicker ist aus der Küche raus. Oh ja, sie ist aus der Küche raus. Definitiv. Bonnie ist so flink heute. Der hat extra Möhren gehabt zum Frühstück. Oh ja, Mann. Okay. Bonnie, was ist denn los mit dir? Hast du mich so sehr? Na super, ich muss nach Chica schauen. Sie ist da, oder? Ja, definitiv. Und Foxy ist auch schon im Schrank. Oh Mann. Oh, diesmal hat er mich nicht erschreckt. Ich war schnell genug, ihn noch zu erwischen. Okay. Alter, die waren alle da gewesen. Also, Chica ist in der Küche. Gut. Okay, Bonnie ist am hinteren Ende des Ganges. Wie sieht es bei dir aus? Okay, du stehst da. Stehst ein strammer Mann, mein lieber Foxy. Irgendwie geht die Zeit schneller vorbei, oder kommt mir das nur? Oh Mann. Wieso atmen sie eigentlich? Ist denn doch Animatronics, oder? Wieso atmen sie? Alter Falter. Ich habe Freddy bisher noch nicht gesehen und ich will ihn auch nicht sehen. Oh Mann. Hallo Foxy, dich gibt's also auch noch und du hast deine Stimme nicht verloren. Das ist gut, für dich.
Soweit so gut. Soweit echt schon 3 Uhr morgens, echt. Wieso haben wir eigentlich zu der Zeit die Albträume, ganz ehrlich, wo wir schlafen sollten? Oh, sie ist auf dem Weg. Sie ist auf dem Weg. Foxy ist auch auf dem Weg nach draußen. Ich glaube, ich könnte es beim ersten Mal hinkriegen. Okay, Bonnie. Erst die Freddys. Schnell noch, Bonnie, schauen. Ja, definitiv. Natürlich ist er schon da. Natürlich ist Bonnie schon da gewesen. Mann. Ich kann kaum was sagen, Leute. Bin so involviert in der Sache. Es geht ja natürlich um mein Leben. Oh Mann. Ich habe lange keine Schrecke mehr erlebt. Das ist gut. Ich hab's fast geschafft, Leute. Versau's jetzt bloß nicht, Jovo. Schau schnell nach Bonnie. Prima. Schicker ist in der Küche. Gut, prima. Schnell nach Bonnie, Chica schauen, Chica! Es läuft gut! Ich könnte es schaffen! Beim ersten Mal, die vierte Nacht. Irgendwie geht die schnell vorbei, habe ich das Gefühl. Die ist doch um einige schneller vorbeigegangen als die als alle anderen Nächte, oder? Oder war ich so gut gewesen, dass es für mich schneller vorbei gewesen war? One day until the party. The party. Ach, hier stimmt. Hier, wir sind in so einem Vorratsraum. Please let me out. Mit all den Köpfen und den Anzügen und allen Endeskeletten. Please. Please let me out. Oh Mann, natürlich, er hat ja Angst vor den Animatronics, also in so einem Lager zu sein, das ist für ihn dann wie, als wäre er auf dem Friedhof oder so. Alter Falter. Ich glaube, ich probiere es. Ich probiere dann nochmal die fünfte Nacht. Ich probiere das, vielleicht kriege ich sogar einen Zeitbonus. Ich probiere dann vielleicht es doch zu schaffen. Weißt du was? Nein, geschenkt. Du kannst deine 2 Stunden behalten. Ich krieg's auch so hin. Too bad. Was ist an dieser Nacht anders? Ich glaube, es ist schon so. Wir haben es nicht mit der normalen Crew zu tun, sondern mit jemand anderem. Ich denke es zumindest. Und ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Es ist die Nacht, die fünfte Nacht, die berühmte fünfte Nacht, ist schwer. Das sag ich euch. Ja, ich höre links was. Ich höre rechts was. Das ist Fredbear. Fredbear ist der einzige Feind hier. In dieser Nacht. Alter, der ist schnell.
Alter, bewegt er sich schnell! Und der kann überall auftauchen. Der kann überall, nicht nur bei den Türen! Also wenn er lacht, ist er im Schrank. Okay, merke ich mir. Alter, ist der flink. Ich da automatisch einfach zumachen. Oh Mann, der kann auch auf dem Bett auftauchen. Wenn ich einen Fehler mache, bin ich tot. Ich bin sowas von tot, wenn ich einen Fehler mache. Wo ist er jetzt bitte? Wo ist er? Ich bin tot, oder? Ich bin tot, ich bin tot! Nein, bin ich nicht. Er ist im Schrank, oder? Nein. Okay, 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 das ist Fredbear. Nightmare Fredbear oder Golden Fredbear, Golden Freddy, keine Ahnung, wie ihr ihn nennen wollt. Er hat verschiedene Namen. Er ist der einzige Feind in dieser Nacht. Und er ist schwer, weil er übernimmt wirklich jeden Platz. Er ist links, er ist rechts, er ist vorne, er ist hinten und man... Und der bewegt sich schnell von Tür zu Tür und... Ich glaube wirklich, wenn er lacht, dann ist er im Schrank. Wenn er sich halt bewegt, die Tappel-Tappel-Tappel-Geräusche sind entweder links oder rechts, aber ich kann noch nicht ausmachen, wann ist er hinter mir. Er bewegt sich halt wirklich, wirklich schnell. Und ja. Die fünfte Nacht. Die fünfte Nacht. Ob ich sie schaffe, keine Ahnung. Ich werde mich anstrengen und ich denke, ich werde jetzt erstmal vielleicht eine kleine Pause machen. Sonst müsste ich direkt jetzt weiter aufnehmen, aber ich fühle mich gerade nicht fit. Ich habe eine ganze, über eine halbe Stunde jetzt aufgenommen für den Part, aber es hat sich gelohnt. Dritte und vierte Nacht. Oder teile ich die, dann habe ich zwei Videos. Mal schauen. Mal schauen. Ihr werdet es ja sehen. Für jede Nacht einen Part wäre doch auch eine schöne Sache. Aber hey, dass ich es überhaupt so weit geschafft habe, ich fühle mich stolz. Ich fühle mich stärker in meinen Nerven und ich fühle mich kalter in meinen Händen. Aber dafür ist mein Herz warm. Vor Wut, vor Liebe, je nachdem, wie ihr es nehmen möchtet. Und ich weiß, danach gibt es noch eine sechste Nacht. Vielleicht will ich sie mal probieren. Aber ich weiß nicht, ob ich sie machen werde, aber ich möchte wirklich zumindest die fünf Nächte schaffen. Es sind ja Five Nights at Freddy's. Obwohl es diesmal eigentlich Five Nights at Timmy's ist, weil wir sind ja bei uns zu Hause. Naja. Also, meine Damen und Herren. Wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat von Five Nights at Freddy's 4, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Toro. I love to entertain you. Tschüss. Hang goodbye.